Das ist der Hadith von Abu Yahya, Suhaib ibn Sinan. Suhaib ibn Sinan ist auch bekannt als, abgekürzt, Suhaib al-Rumi. Richtig? Suhaib al-Rumi. Was heißt al-Rumi? Aber warum nennt man ihn so? In einem Hadith von Anas ibn Malik wird überliefert, er sagt, As-Subbaqu Arba'a. As-Subbaq Arba'a. Das heißt, die ersten, die Vorreiter im Islam sind vier. Er sagt, Ana Sabiq al-Arab. Ich bin der Vorreiter der Araber gewesen, also in der Annahme des Islams. Ich will damit nicht sagen, dass er der Allererste ist, aber zu den Ersten zählte. Und dann sagt er sagt weiter, wa Suhaib Sabiq al-Rum. Wa Salman Sabiq al-Furs. Wa Bilal Sabiq al-Habasha. Sagt, ich bin der Erste oder einer der Vorreiter der Araber. Suhaib der Römer. Bilal der Habasha. Und wen hat er noch genannt? Salman der Perser. Tatsache ist aber, dieser Hadith ist übrigens nicht authentisch. Also nicht authentisch. Ibn Abi Hatim sagt, der Hadith und Batil la asla lahu. Das ist von Grund aus, yani, hat keinen Ursprung, dieser Bericht. Zumal Suhaib al-Rumi gar kein Römer ist. Er ist nicht von den Römern. Er ist nicht römisch. Er wurde nur so genannt, weil er wurde versklavt von den Römern und wurde dorthin gebracht, ist später dann geflüchtet oder wurde befreit. Es gibt verschiedene Berichte. Und wurde also befreit von Abdullah ibn Jud'an nach einem Bericht und blieb dann auch bei ihm. Und man hat ihn dann Suhaib al-Rumi genannt, also nicht weil er römischer Herkunft war, sondern einfach weil er von ihnen sozusagen versklavt wurde und eine Zeit lang dort verbracht hatte und dann wieder später freigekommen ist, entweder durch Flucht oder durch Befreiung. Tayyib. Suhaib Abu Yahya, Suhaib ibn Sinan al-Rumi, hat den Islam zusammen mit Ammar ibn Yasir angenommen, am gleichen Tag. Und wie wir wissen, Ammar ibn Yasir war tatsächlich einer der ersten Menschen, die den Islam angenommen hatten. Also es waren um die 30 Personen, 30 und mehr, als Ammar ibn Yasir den Islam angenommen hatte. Suhaib war bei Umar radiallahu anhu sehr beliebt. Als Umar niedergestochen wurde, befahl er, dass Suhaib al-Rumi das Gebet übernimmt und auch für sein Totengebet verrichte. Er ist in der Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina gestorben im Jahr 38 nach der Hijra. 38 nach der Hijra hat nicht sehr viele Ahadith tradiert. Es sind in der Anzahl unter 40 Texte, unter 40 Ahadith, die er überliefert hat.